Hier ist Emlax an Basis. Bitte komm, Basis. Bitte komm. Alles tot, Mann. Wir müssen landen. Das wird zu wild. Gut festhalten da hinten. Das war knapp. Ach du Scheiße, Leute, und willkommen bei Tomb Raider 3 Remaster. Ja, ich sag schon mal voraus, wollte ich mich schon mal wieder entschuldigen, Leute, dass der Part wieder so lange gebraucht hat, dass er kam. Das, der Grund ist, ich habe leider Probleme mit meinem PC, Leute, und also merkt euch das schon mal, dass der manchmal, wenn ich dann keinen Part bringe, dass das wegen dem PC ist, Leute. Weil ich habe Probleme mit dem PC wegen den Updates. Weil der will irgendwie zu Windows 11 wechseln und ja, alles etc. Erzähle ich euch mal in einem Livestream oder sowas. So, Leute, auf jeden Fall wünsche ich euch schon viel Spaß beim Zuschauen. Abonnieren und bitte Like nicht vergessen und die Glocke aktivieren. So, weiter geht's. So, ich will hier den Magnum wieder mal benutzen. Oder wir benutzen hier die Strautfinder diesmal, ne? So. Zum Glück weiß ich ja, wo lang es geht jetzt. Ne? Wir müssen hier rüber. Es ist schwer, die Sprünge, Leute. Also. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt. Ja, habe ich schon direkt geschafft. Das ist gut. Ja, zum Glück weiß ich ja, wo lang es geht, ne? So. Hier kommt man noch nicht rein. Weil wir brauchen ja was, ne? Und das geht ja nicht. Erstmal, wir können eigentlich wieder hier hin. Aber ich glaube, wir werden auch nicht hier hinkommen. Weil erstmal müssen wir hier rüber zu diesem großen Schiffswracht. Wrack, oder heißt immer. Ich will jetzt auch nicht was Falsches sagen, ne? Schiffswrack heißt das. Ja, Leute. Meine Deutsch wieder, ne? Ich Ausländer. So, darüber. Alter, Lara. Manchmal macht die das immer, ne? Dass sich von alleine dann sich bewegt. Genau. So. Wir müssen hier rüber. Ich glaube, den Sprung schaffen wir nicht. Ich glaube, wir müssen dahin schwimmen, wenn ich mich gut erinnere. Dahin müssen wir. So. Ja, den Sprung schafft ihr nicht. So. Ach, da ist das. Ja, ich werde ein bisschen Leben verlieren. Aber ich hoffe, ich bin nicht komplett tot. Ja. So, wir können dann schon mal ein kleines Medipack benutzen. Boah, ist das jetzt wieder dunkel hier? Oder kommt mir das so vor? Boah, diesen Trick habe ich immer noch nicht gelernt, Leute. Ich glaube, bei Nintendo Switch-Version geht das ja nicht. Ich spiele das ja auf Nintendo Switch-Version. Die Leute, die den ersten Part nicht geschaut haben, Leute, sollt euch den mal erstmal anschauen. Weil jeder denkt, glaube ich, dass ich immer auf Ding spiele, ne? PlayStation. PlayStation 5. 5. 5. 5. So. Hier rüber. Genau, Lara. So, wir sind eigentlich hier. Jetzt hier runter. Ah, ich habe die Waffe schon ausgerüstet, ne? Die Schrottflinte. Weil hier kommen nur Gegner, Leute.
Kommst du mal bitte? Alter, die Schrottwinde ist ja aber richtig blöd, ne? Ich bin voll unzufrieden. Gerade. Ich weiß nicht, ob ich den Magnum wieder benutzen soll, Leute, weil irgendwie kam mir das jetzt richtig blöd vor, ne? Ja, meine Lieblingswaffe ist auch. Das ist der Magnum, ne? Ich bin einfach runtergesprungen. So. Besser gesagt runtergefallen. So, warum mach ich so eine riesen Runde, ey? Komm, wir benutzen den Magnum. So geht das. Ja, noch ein Schuss hat der mir noch verpasst. Diesmal habe ich keinen Schuss abbekommen. So. Da kommt gleich noch einer. Ja, ich komme gleich zu dir, Kumpel. So, das war wichtig. Wir brauchen das ja. Den kleinen Boot. Alter, wie das aussah, ne? Gerade, wo die geschossen hat. Heftig. Hätte ich nicht wieder herangezoomt, ne? Also rausgezoomt. Ich sag herangezoomt. So. Eigentlich kann man hier weitergehen, aber hier ist, glaube ich, eine Abkürzung, wenn man von hier ausgeht. Oder da ist ein Secret vielleicht. So, von hier aus geht's schneller. Ich finde das so geil, dass sie das mit diesem Aktion da gemacht haben, mit der Hand. Richtig heftig, ey. So. Ja, ich speichere schon mal jetzt, ne? Weil es wird Zeit. So. Deswegen speichere ich auch. Wir sind immer vorsichtig, deswegen, Leute. So. Ja, ist dunkel, Leute, aber ist gleich nicht mehr. Wir sind gleich hier raus. Ich weiß nicht, was da oben ist, ey. Hallo Lara, wieso hängst du jetzt? Da oben, bei dieser Hütte, keine Ahnung, ey. Richtig seltsam. Bestimmt ist da irgendwas mit Secret oder sowas. Ich muss jetzt nur noch Park gehen. Alter. Lara. Willst du mal parken? Gleich kommt der Typ. Oh Mann, Alter. Ja, genau. Egal. Warte, hier lang. Lara, wieso schwimmst du denn zurück? Ist auch schlau, ne? So. Haben wir nochmal Glück gehabt, ey. Deswegen speichere ich ja auch immer, ne? Ich glaube, ich mache das jetzt nochmal. Speichern ist wichtig. Wir sind ja gerade bei Antarktis, ne? Ich glaube, dieses Level ist auch ein langes Level. Kommt der ja nur lange Level, ne?
Naja, egal. Ich habe ja auch seit langem nicht mal ein Video gebracht wieder. Yo! Das war knapp. Schaut mal mein Leben. Lebensanzeige, Leute, ganz oben. Ach du Scheiße. Das war wirklich knapp. So, wie benutzt? Ich wollte gerade... Hallo? Statistiken. Ich wollte gerade etwas benutzen, aber hat sich nicht gelohnt. So, hier lang geht's weiter. Da müssen wir rein. Ah, da kommt noch 200. Ne? So, hier benutze ich aber das Fackel. Alter. Da muss hier noch einer sein. Eigentlich. So, da ist der Gegenstand, den wir brauchen. So, wir gucken uns das mal direkt an. Brechstange. So, ich speichere jetzt schon mal. Ich speichere viel, ich weiß, Leute, aber zur Sicherheit muss man immer. Ich sag das jedes Mal. Ich weiß. Aber irgendwann tue ich das auch nicht mehr. Zum Beispiel jetzt. Deswegen speichern wir auch. Leute. Ja, Spaß muss sein, ne? Leute, wir haben auch lustige Momente gehabt immer, ne? Hier war nichts. Wir müssen zurück. Vielleicht ist wieder jemand gekommen. Doch nicht. Tackel. Ich muss kurz husten, ne? Mein Gott. So, ich speichere schon mal hier. So, das ist einmal die 2. Den zweiten müssen wir drehen. Hallo, Lara, hast du keinen Bock? So, jetzt. Ja, Fackel ist auch ausgegangen, ey. Wow. So. Und das einmal die 4. So, da ist die Tür aufgegangen. Frag mich nicht, welche Tür, ey. Zum Glück ist das nicht mega dunkel hier. So.
jetzt hier lang. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts vergessen, ne? Warte mal, ich muss mal kurz schauen. Manchmal bin ich ein Idiot und vergesse was. Ja, ich kenne mich doch zu gut, ey. Da habe ich einen Hebel vergessen. So. Oh Mann, Lara. Geh doch durch die Tür. Die Tür ist auch voll klein und eng, ey. Da seid ihr, meine Freunde. Aber gleich sind wir keine Freunde mehr. Ja. Deswegen. So, da kommen noch zwei von unseren Freunden. Eins, zwei. So, da fehlt noch unser Schlüssel. Schlüssel. Lara, nimmst du mal bitte. Och nee, Schlüssel. So, wie heißt denn der Schlüssel? Torsteuerungsschlüssel, okay. Ja, ich weiß, Leute, es ist schon ein bisschen dunkel, aber... Für die paar Meter hier brauche ich jetzt auch nicht hier so ein Fackel anzuzünden, ne? Ja. Hier lang. Aber ich speichere mal. Oh Mann, Lara. Einfach durchlaufen. Was ist dein Problem? So. Jetzt müssen wir zurück. Wir haben alles. So, aber speichere hier mal. Ich bin blöd, ne? Ich hab da gespeichert. Wartet mal, Leute. Das dauert mir viel zu lange, wenn ich da die ganze Zeit jetzt klettern, ne? So. Nein, da wollten wir nicht. Ja, Lara, du bist richtig schlau, ne? Mach dir so ein Salto, Alter. Na, egal. So geht's schneller, Leute. Deswegen habe ich auch geladen, ne? Den Spiel stammt. So, Brechstange. Ach ja, ich muss B und dann A drücken. Ist ja nicht das PlayStation-Version, wie immer. Vergiss das jedes Mal. Alter, von wo bist du denn gekommen, ey? So, ich nehme den Brechstangen trotzdem mit. Braucht man, glaube ich, nicht. Dann mache ich trotzdem. So, da haben wir das Tor eigentlich. Haben wir jetzt das aufge... Also... Ist jetzt auf. Oh, Mann. So. Thank you.
Oh Mann, Lara, geh da raus jetzt. Was? Alter, was war das denn? Naja, ich glaube, das ist auch nicht ein langes Level, ne? Wir sind schon fast fertig. Das war besser so, ne? Ich glaube, da kommt noch ein Videosequenz. Und dann, ja. Was, Alter? Ich glaube, das war's auch, Leute. Naja, ich bin mal dann kurz still. Wir gucken uns das an und da beende ich den Part, Leute. Kommen Sie nur herein. Machen Sie es gemütlich. Bin sofort da. Gemütlich? Ich habe gerade den Bruder von Jeff Goldblum in Die Fliege getroffen. Faszinierend, nicht wahr? Er war Ihr Angestellter. Er war Molekularbiologe. Er wäre von sich gefesselt gewesen. Dank diesem Material wurden seine Hox-Gene, die Gene, die unseren Körper strukturieren, vervielfältigt. Dadurch wird unser Körperbau unermesslich komplex. Aber all das ist nur ein Bruchteil der Möglichkeiten. Mein Freund war nur dem Stoff ausgesetzt, von dem der Meteoritenkrater durchdrungen war. Die wahre Kapazität liegt in seinem Kern, an den ich dank der Artefakte, an denen Sie so hängen, gelangen werde. Aber Sie haben keine Kontrolle darüber. Hier geht's nicht um irgendwelche Spontanmutationen. Wir reden hier von einer völlig natürlichen Beschleunigung der Evolution, einem Freilandlabor sich weiterentwickelnden Leben. Nicht jeder hier will Versuchskaninchen werden, egal mit wie vielen Gliedmaßen. Das ist Pech. Hier gab es zu viele Fehlversuche. Der Zeitpunkt ist optimal. Ich kann nicht einfach aufhören. Die ignoranten Polynesier sind geflohen, Darwins dämliche Matrosen ebenso. Ironischerweise entging Darwin deshalb der neue Evolutionsansatz. Aber jetzt bin ich da. Ich habe den Zugang, das Wissen, die Artefakte. Schon, aber Sie haben mich in Indien getroffen, mich auf die Suche nach den Artefakten geschickt und mich hierher geführt, damit ich mir Ihr Geschwätz anhöre. Ihre Vorstellung vom optimalen Zeitpunkt ist mangelhaft. Da will ich mir nichts sagen. Alter. Alter, war das eine krasse Aktion, ne? Aber da, wo die kam gerade und geschossen hat, das war ein bisschen merkwürdig. Wo hat die eigentlich da hingeschossen? Ich meine jetzt Lara, ne? Das war wirklich komisch. Aber die Details, ne? Wo der diesen Toastbrot hat und so und seine Suppe am Trinken ist. Ey, das haben die wirklich krass gemacht. Das hat mir richtig gefallen, Leute. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt beim Zuschauen. Ja, ja, dann sehen wir uns bei meinem nächsten Part dann wieder, ne, Leute. Abonnieren und bitte Like nicht vergessen und die Glocke aktivieren. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Es ist nicht mehr lange, Leute. Wir kommen ins Finale endlich und dann, ja, freue ich mich auch und ihr auch endlich, ne. Da haben wir das endlich durch nach Monaten. Naja, ich mache darüber Witze, aber ist eigentlich scheiße. Ich weiß, Leute. Sorry dafür. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.